Und. Mich hat's durch den Sitz durchgedrückt. Ja, ich auch. Ich hab dezent auseinandergezogene Hände. Hallo und willkommen zurück bei Scrap Mechanic. Wir haben ein kleines Karussell hier. Das Fensterteil. Überhaupt nicht übertrieben mit zwei Düsen. Die Nein. Was brauchst du, ein gutes Karussell? Ne? Mit 20G in den Sitz gepresst wirst und durch. Schon, du merkst das kleine Geil. Und wir verknoten uns, glaube ich, schon. Okay, enough, stopp, aus. Knoten noch mal raus. So, Hilfe. Und jetzt aussteigen. Aussteigen, okay. Ich dachte, man wird nicht weggeschleudert. Ich dachte, man wird dann auch weggeschleudert. Ja, das ist der Helmrider, den habe ich mal eben. Der Helmrider, ja. Genau. Mal eben im Offscreen gebaut. Zack. Hervorragendes Gerät. So, wenigstens mal etwas, was funktioniert, so ungefähr, ja. Was? Habe ich was? Was war? Nix, gar nix. Okay. steig mal ein in dein Auto. Mach mal. In meins? Immer so als mach mal, ja, steig mal ein. Ich stehe. Guck, da macht der Charakter, weil wir da eben ausgestiegen sind beim Drehen. Hat er da bei dir auch. Ja, da. Hat er auch so Gummiarme bekommen, kurz mal. Ja, auf einmal hat sie ihn da rausgerissen, stimmt. Ja, ich habe ein bisschen umgebaut im Offscreen, während der Helm da seins auch ein bisschen optimiert hat. Da seht ihr, die Rotoren bei ihm sind jetzt unterschiedlich hoch, wird hoffentlich dann funktionieren. Alter, natürlich. Na gut. Und ich habe hier ein bisschen umgebaut, hinten ein bisschen mehr Gewicht drauf, musste ich irgendwie auf einmal machen, ich weiß auch nicht warum. Jetzt ist es so, dass es so ganz gut hochgeht, und wenn ich jetzt dazu schalte, hoffentlich komme ich noch über die Höhe, komm, ein bisschen höher, höher. Ich trotz immer gegen diesen scheiß Mast hier. Na. Wird dann so grimmig sein. Was passiert? Helm? Bist du oben auf dem Mast? Könntest du mich abholen? Jetzt hast du ein kleines Problem. Ich muss zugeben, ich habe ein ernsthaftes Problem, glaube ich sogar. Aha. Da hilft nur der fliegende Tisch. Moment, ich hätte ihn geholt. Warte mal, doch, ich hab mich befreit. Hast dich befreit. Free Koya Bomb. Das erinnert irgendwie an, wie das Ding, das geflogen ist, so seitlich. Mit diesen blauen Leuchten. Ne? Kennst du noch Captain Future? Ja, und dieses Raumschiff, das hat da immer hinten so blaue Triebwerke gehabt. Und das sah gerade ein bisschen danach aus. Also auch nur ein bisschen. Das war die Komet. Ne? Guck da, da fliegt sie. Naja. Komm, er gibt nur an. Warte, das kann ich auch. Jetzt mit dem Knopfdruck. Oh oh. Das ist natürlich jetzt schlecht. Moment. Oh oh. Oh oh. Stabilisieren! Down. Da ist er. Blackout down. So, ich muss den Spielesound mal leiser machen. Immer wenn die Düsen so nah kommen, dann hört man Helm kaum noch. Das ist. Aber ist normal. Das ist echt. Zack, warte mal, jetzt habe ich hier, kleiner Fehler. Aber ich brauchte hinten mehr Gewicht. Das baue ich einfach beide Motoren hinten ein. Wie sehen wir das? Können wir ausprobieren, ne? Oh, meine Düsen pfeifen noch hinten. So, aus. Also, ich krieg's noch nicht so ganz hin, dass das stabil ist, wenn, ich brauche Seitdüsen. Ich brauche einen Flügel, glaube ich. Weil wirklich stabil lenken kann ich nicht. Also, jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt muss ich da irgendwie Flügel dran basteln. Busteln. Heute busteln wir uns Flügel. Wir busteln. Sehr gut. Wir busteln. Ja, das Sprachzentrum ist bei diesem Spiel manchmal schwer angeschlagen. Ja, ja. Von den ganzen Lachen. Ja, nicht nur vom Lachen, denn die Konzentration, ne, ist hier ja vergeben. Ist kein. Der RAM ist voll. Kein Platz mehr für Sprachausgabe. Echt. Okay. So, das sieht soweit ganz gut aus.
Wozu ist eigentlich der zweite Motor nochmal da? Ich hab, ach so. Bei dir. Du weißt nicht mehr, warum du den zweiten Motor hattest. Jetzt weiß ich wieder. Es war nur eine Frage an die Zuschauer. Wolltest du gucken, wer aufmerksam dazu genau hat, ja? Ah, so, okay. Jetzt gucken. Rotation, gleiche Richtung. Okay, korrekt. Völlig korrekt. Ich würde sagen, eine Maschine ist fertig. Was, fertig? Fertig kann hier nichts sein. Also das wäre ja wohl... So. Fertig kann hier nichts sein. Ich überdenke gerade auch nochmal meine Aussage. Ja, was fertig ist und was nicht. Nee. Wenn ich ihn jetzt einschalte, dann fährt er weg. Da habe ich schon nur Glück gehabt. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Das ist der Beifahrer. Der ist, oh nee, der ist für Lenken zuständig. Auf dem Boden. 1, 2, ist das kompliziert. 2, 3, 4. Engine an. Moment. 1, 2, 3, 4. Gibt keinen Moment. Gibt den Moment der Wahrheit. Ja, dann steigen Sie ein, schnell. Hilfe. Alter. Du lenkst, der du lenkst. Der sollte andersrum drehen, als ich lenke überhaupt nicht. Ihm, ach, lenkst du die seitwärts düten. Seitwärts düten, ja, aber diesen, dass die ein, warte mal, nee, sind beide an, also sollte, ich glaube eher, weil die sich, nee, Moment, der eine dreht auch andersrum als der andere, nee, ja. Nein, ist nicht so. Nicht so? Eine sollte andersrum drehen, als der, also der das hintere sollte Problem andersrum. Zack, ja, das ist fertig. Ja schnell getan, ne? Easy. Nochmal. Dann bitte. Aha, ja, easy. Also, ja, ich habe nur die Rotation erstmal ausgeschaltet. Aber wir sehen schon, der ist vorne. Wieso ist der denn vorne immer noch schwerer als hinten? Ja, es ist eigenartig, ne? Aber ich glaube, das ist wegen der Plattform, weil du vorne diese fette Plattform gebaut hast und hinten so einen schlanken Arsch. So, weißt und du? Ich habe gesehen, die Steuerdüsen hier waren ziemlich für die Füße, weil die waren die ganze Zeit an. Das sollten die ja nicht. Das dürfen die nicht. Ja, machen Schalter. Nee, die mache ich ans Lenken dran. Genau. Ans Lenken geht nicht. Wieso nicht? Ich links lenke, dann müsste er links. Nee, das geht leider nicht. Wenn du links lenkst, dann geht keine Düse an. Och, ach, das sowas ist leider nicht drin. Du kannst echt aber mit Schaltern arbeiten. Schalter 1 macht die Düse 1, Schalter 2 die Düse 2. Dann darfst du immer Schalter klick, 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 klick. Ja, genau. Okay, nee, was war denn jetzt das Problem? Die Düsen einfach erstmal ab, dann sind sie weg. Die stören mich nicht. Problem war, ohne zu schwer. Mist. Ach, da kann man doch ganz einfach. Das macht man ja ein bisschen luftiger, die ganze Sache. Oder? Ja. Was? Ja, pass auf. Weg. Zack. Hör dir zu, was? Funktioniert wie immer. Ja. Ja. Bin gleich fertig. Umbau ist schnell bearbeitet. Hier vorne, das ganze Ding kann weg. Zack. Passt. Ja, wir brauchen ein bisschen Luftzufuhr im Cockpit, habe ich gerade beschlossen. Immer gut. Ja. Sieht viel schmaler aus wie da. Ist es auch. Also werden wir hier einfach die Luftzufuhr auch ein bisschen erhöhen. So. Das Gequieke geht mir ein bisschen auf die Nerven. Mein Hubschrauber quiekt die ganze Zeit. Warum? Hör auf damit, bist doch kein Schweinchen. Lass das. So getan. Rotation, okay. Check. Motor, check. Oh. Düsen, check. Sehr gut, guck mal hier. Absturz, check. Nein. Er hat jetzt ein bisschen nach links kippt er irgendwie. Komisch, obwohl du rechts sitzt. Oder? Ja, es geht. Oh. So ganz Hilfe. Sauber liegt er noch nicht in der Luft. Oh. Nicht schon wieder. Hilf mir, warte. Okay. Geholfen. Oh, nee, nicht geholfen. So. Oh Mann. Warum liegt er nicht sauber in der Luft? Nicht so ganz. Also es ist schon um Klassen besser als eben noch, aber... Ja, pass auf. Vollspeed, da nichts. Gut aus. Ja, noch vorne immer noch ein bisschen. Das ist aber noch laut. Wenn deiner an ist, das ist so laut. Das ist Hammer. Moment, Effekte immer noch runter.
Ah, das ist ja, das ist Power dahinter. Ja, ja. Aber ist, also ich find's cool, die Gefährte, die wir hier rausgestampft haben bisher. Finde ich auch. So. 1, 2, 3 von rechts. Vorne immer noch ein bisschen kopflastig. Ohne. Moment. Kann ich nicht noch was absägen, dann zerfällt ja mein Hubschrauber gleich. Unten drunter kommen. Nee, mach doch. Zusätzlich links, Gewichte. Hinten einfach mehr. Hinten so eine Fläche. Nicht so einen schlanken Hubschrauber hintern, sondern halt Fläche. Oh. Sehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Meinen Tun. Bin, natürlich. Selbstverständlich. Wie heißt es? Add Free Light. Ne? Ein Freilicht. Ein Autoklassiker. Ha! 1, 2, 3, 4 ins fünfte. Ich bin sofort da. Perfekt. 1, 2, 3, 4 ins fünfte. Da, dann, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, ich kann noch bis 4 zählen. Ich hab's geschafft. Ha. So. Du kannst zählen. Ich hab's geschafft. In der sechsten, nee, was haben wir jetzt noch? Sechste Folge, da kann ich endlich zählen. So, bitte. Ja, hoch geht's. Oh, ja, nee. Moment. Also das war schon die Stirn. Das war Facepalm. Warum? Warum? Ich habe vergessen, den Motor zu starten. Ja, warum machst du den Motor nicht an? Über deinen Sitz. So. Also, das sieht schon mal gut aus, wenn ich was verstehen würde. Ja. Das sieht gut aus, nicht? Aber ich bin schwerer als du. Ja, leichte. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ist gut. Aus. Halt an. Ja, okay, also halbwegs stabil in der Luft ist er schon, aber er kippt nach links, warum auch immer. Ich muss den Motor schaltbar machen, auf jeden Fall. Er kippt nach links. Ja, er ist nach links gekippt jetzt, ja. Warum denn? Er ist doch das weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Doch nicht. Sprinte mal. Er ist doch exakt symmetrisch. Bitte. Vielleicht war ich schwerer als du, aber das glaube ich nicht. Natürlich bist du schwerer. Ja, aber dass das im Spiel ist, glaube ich nicht. So. Warte. Also das wird... Ich sehe was. Sehe was du nicht siehst. Ja. Und zwar... Nein. Bin ich gespannt. Siehst du das genauso? Ich brauche mal kurz dein Auge. Leih mir mal dein Auge. Ja, gleich. Das ist nicht so einfach. Nein, es ist gleich. Ja, ist echt. Das ist so. Ich bin hier gerade am Vernetzen, weißt du? Wenn du da aufhörst mittendrin, dann zu gucken, wo warst du? Sekunde. Bei den vielen Düsen mittlerweile. Und das. So. Ja, Auge. Zur Auge. Verfügung. Vorne. Vorne Auge. Hier gerade vorstellen. Auf den Mast gucken. So, genau, kannst du dich wegschubsen. So, und jetzt siehst du der linke Sitz sitzt weiter nach rechts, ja. Aha, siehst du, daran liegt's. Nicht einfach abbauen, nicht, bitte. Nee, ich muss erstmal Verkabelung begucken. Aber den linken musste nach links setzen weiter, ja. Okay. Das ist es wohl. Glaube ich auch. Dann sitzt er, fliegt er stabil. Ha! Wie denn jetzt so? Ach, verkehrt rum, Mensch! Mann! Ach, fuck. Die sollen ja gar nicht an den Sitz, die sollen ja an den Schalter, die Düsen. Düsen sollen an den Schalter? Ja, meine Düsen sollen immer an den Schalter. Immer sollen die gehen? Nee, nur wenn ich Vortrieb haben will. Ich muss ja erstmal hochkommen. Weißt du, was das Problem ist? Ich muss ja erstmal mit dem Hubschrauber in der Lage sein, nach oben zu kommen. Und dann erst will ich den Vortrieb haben. Das heißt also, erst dann kommen die Antriebsdüsen sozusagen hinzu. Und das mache ich mit einem Schalter. Und dann sind sie an. Das ist okay. Da bin ich noch gar nicht. Da bin ich noch. Das ist noch Zukunftsmusik, was du erzählst. Das Projekt Hubschrauber ist wirklich grottenschwer gewesen. Aber ein wunderschönes, wie ich finde. Ja, so, extrem schwierig. Gut. Ah, muss ich doch. Irgendeine Strippe fehlt.
So. Das stamm ich hinten wieder runter. Ich werde noch narrisch. Hochladen. Ich werde narrisch. Nein. Habe ich hier hinten so viel Gewicht drauf gemacht und jetzt klatscht er mir hinten wieder runter. Was sind das denn hier? Achso, das sind die Antriebsdüsen. Boah. Das wird ja wahnsinnig, das Ding da. Das kann. Ja, ich gebe zu. Das hast du wird immer etwas monströser und immer schwieriger zu. Das ist vielleicht etwas übertrieben. Beherrschen. Nein, überhaupt nicht übertrieben. Ich. So. Moment. Ups. Schiene an. Ochse. Maschine aus. Vielleicht nach links. Verkabelung. Alter. Danke. Oh, wo bist du? Da oben. Fliegst, ui. Da kommt er wieder. Oh, jetzt leckt's ein bisschen. Das Übliche. Ja, sobald du mit Flügeln anfängst zu lenken, kriegst du die Rotation rein. Das ist echt schwierig. Oh. Ja, das wird das Hauptproblem. Das. Also. Rotorkippung? Senken? Meinst du, das geht? Natürlich. Rotorkippung. Das ist ganz einfach. Ganz einfach zu realisieren. Ja. Nichts leichter als das. Vor allem mit zwei. Perfekt. Ja, meinst du? Ja, komm. Hast du auch eine Lenkung drin? Nein, oder geht's nur hoch? Geht erstmal nur hoch. Oh ja. Leichte Rückenlage, langsam, aber sicher. Ja, das ist so das Problem bei mir. So, anfangs ist es stabil. Ach, genau. Und nach einiger Zeit stellt sich. versuche zu fahren, ich kann aber nicht. Irgendwie. Ach so, das haben wir gleich gelöst, das Problem. Motor ist wahrscheinlich zu low. Der Motor ist aus. Hier, warte. Sehr schön. Ja, wenn du jetzt noch die Räder gleich geschaltet hättest, dann könnten wir. Was denn? Wie sehen wir sind doch, warte. Sabotage! Halt an! Auf die Sabotage! Weißt du, wenn du Hubschrauber machst, kriegst du mal die Räder hin. Hör doch auf! Halt an! Willst du mein Gerät zerstören? Cool, er ist wirklich schlimm. Ich bin schlimm, bevor jawohl ich den gelenkt. So, alles perfekt. Bitteschön. Ja, wie? Was denn? Immer, wohin willst du denn jetzt? Das geht immer noch nicht. Ach so, okay. Ihr fahrt doch deinen Scheiß hin. Meinen Scheiß, sagt er. Er verlässt das sinkende Schiff und schält nicht mehr den Motor aus. So. Also. Ja, das kann ja nicht gehen. Was mache ich denn jetzt hier? Ist verkehrt also, rum. Wenn ich die Schubdüsen mache, dann falle ich runter. So. Na, funktioniert doch 1A. Wendemanöver einleiten. Oh, meine Idee. Upsa. Wieder hinstellen. So. So, und jetzt nur noch geradeaus rückwärts. Sagte geradeaus rückwärts. Ach, die Räder laufen irgendwie gegeneinander. Hey, guck mal. Was denn? Neu. Wo? Die Düsen haben wieder Motor, so einen Schubregler. Wo? Wenn du E drückst, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Das ist mit dem letzten Patch wohl reingekommen. Kannst du die Düsen hier, du kriegst einen Schubregler auf die Düsen, das ist ja Wahnsinn. Oh, dann machen wir den Helminator da hinten, den machen wir jetzt mal auf volle Pulle. Ja, ach du Scheiße. den Helminator, komm, ja, machen wir jetzt, komm. Echt, komm. Volle Pulle. Alles, was drin ist.
Ich mach mal vorwärts diesmal. Vorhin bin ich rückwärts gefahren. So. Alles, ach du Scheiß. Oh, ich habe die direkt Beine geschaltet. Nee. So. Zack, zack. Nächste. Irgendwer hat den Schalter. Reicht ja eins. Wie eins? Alle. Ja, da wo du drin sitzt, halt, reicht ja. Die anderen sind ja nicht an. Oder hast du die alle angeschlossen? Natürlich sind die alle angeschlossen. Scheiße. Wenn schon. So. Ich glaube, hier ist gerade gar nichts angeschlossen. Zumindest kann ich nicht fahren auf dem. Ja, du nicht. Einer kann fahren. Nur einer. Wie nur einer? Da, nur einer ist der Fahrer. Nee, ach so. Der Fahrer fährt den Wagen, natürlich. Nö. Du bist nur Gast. Du musst gegenüber. Oh, Mist. Halt! Stopp! Oh, ich fahr rückwärts. Verdammt. So, bitte. Jetzt fahr ich auch rückwärts. Egal, echt? Fahr. Alter! Aussteigen! Hui. Oh, jetzt fliegt mir. Alter! Das bauen wir mal als Riesenrad. Ja, aber. Ne? Das müssen wir mal bauen als Riesenrad. Eieieiei. Auf jeden Fall. Das wäre cool. Oh Mann, oh Mann. Aber erstmal mein Hubschrauber. Wo ist mein Hubschrauber überhaupt? Da hinten liegt er noch. Irgendwas war verkehrt. Warum fuhr das Ding nicht in die richtige Richtung? Das waren nur die unten, die. Doch einer sabotiert. Die Lenkung, die war gegeneinander geschaltet. Das kann ja nicht sein. Na, den hatte ich. Den hatte ich. Kann auch nicht. Zack. Abmachen. Weg. Alter Vater. Das war ein bisschen, geht ab, das geht das ab. Das geht gut. Richtig ab. Ne? So simpel und so gut. So. Dann. So. Waren noch alle? Ach, da. Ja, wie kommt das denn? Wieso haben die sich falsch rum? Ach, weil ich den Motor abgemacht habe. Musste man neu verkabeln. Alter, du bist schneller auf dem Mond, als du gucken kannst mit den Düsen. Wenn du auf volle Pulle stellst. Ja, und vor allen Dingen, man fällt viel langsamer runter als früher. Oh. Düsen, hast du gesagt, kann man nicht seitlich einstellen. Ah, verdammt. Kann man nicht. Das werden wir nochmal sehen, ob man das kann oder nicht. Oh. Oh, oh. Wo bist du? Irgendwo im Weltall? Nee, so. Ich bin auf allen vier Rädern gelandet. Dass das mal klar ist. Na, immerhin. Natürlicher Zufall. Hm. So, jetzt musst du wissen, wo man. Wo man wann Gas gibt. Das muss hier auf jeden Fall so ziemlich in der Mitte sein. Ja, genau. Da kommt jetzt eine Düse hier in die Mitte. Ich bin. Aber ich habe keine Mitte. Ich bin unzufrieden. Ich bin echt unzufrieden. Warum? Ja, dass das nicht funktioniert. Das mit dem Lenken, weißt du, dass du immer diese Rotation reinbekommst mit dem Lenken. Das ist so. Ist irgendwo aber klar. Ja, nein. Ja, doch. Das ist, weil du nicht den Punkt musst du exakt berechnen. Ist, ne? Deswegen ist das auch so schwierig mit dem Hubschrauber. Ne? Sonst könnte es jeder bauen. Ja, man müsste dann echt über Rotorneigung oder so machen, eigentlich theoretisch, aber. Wie willst du denn den Rotor neigen? Mit dem einen noch ein Gelenk reinbauen. Nee, noch ein Gelenk in die Mitte zum Beispiel. Gelenk, ja. Und dann halt ein bisschen abknicken das Ganze. Ja, theoretisch. Na, das geht. Das ist an für sich halb so wild. Ja, müsst den ganzen Rotor abbauen und wieder aufbauen. Ja. Das stimmt. Da ist was dran. Da ist was dran. Aber also ohne Flügel flog das Ding auf jeden Fall besser als jetzt mit. Ja, aber überlege die ganze Zeit, ob man nicht irgendwie eine Stabilisierung reinkriegt. Ich mach die Flügel jetzt wieder ab. Die sind auf jeden Fall nicht wegdienlich gewesen. So, das wird jetzt sicher. Och. Jetzt so. Jetzt. Aber sowas von geht das jetzt los hier. Also auf den Ruckzucki. Och. Das kommt ab. Ab hier. Zack. Machst du es mit Rotorneigung jetzt, oder wie? Natürlich. Bin schon. Zack. Alles ab hier.
Ich habe jetzt so viel langsam. Das tut doch weh, was du machst. Das tut doch weh. Das kannst du doch nicht tun. Doch. Muss. Hat Mut. Jetzt alle nichts. Das ist meine Idee, ja nichts so um, ne? Das ist. Natürlich. Aber wieso auch nicht? Hier irgendwas ausgesehen abgerissen, was ich nicht abreißen wollte. Das alles. Zack. Ja. Zack. So. Back to the roots. Hep, so. Okay, jetzt wird es natürlich echt schwierig. Ich glaube, ich habe ein Gefühl, es ist ein bisschen laggy geworden. Oh. Ja, Flachkörper macht Laune. Aber ich sag dir, das ist so richtig heftig, wenn du die Düsen auf volle Pulle hast. Also ich werde jetzt hinten mal wieder ein bisschen Gewicht drauf machen. Ja. Dann können wir gerne nochmal einsteigen, dann schauen wir uns nochmal an. Aber ich bin eigentlich zu unzufrieden mit der Sache, als dass ich sagen würde, hey, komm, wir machen einen Testflug. Oh, das geht ja schon mal gar nicht jetzt hier. So, das muss jetzt mal... 1, 2, 3. Okay. Und jetzt? Geht denn das nicht? Ja, das muss man überlegen. Wie geht denn das jetzt? Oder wieso? So. Nehmen. Happy? Gewicht, alles Gewicht, was hier drauf muss, ganz wichtig. Das ist dann schauen wir mal. Mist ist das! Wer hat rechts? Das noch ausgedacht? Ich jetzt nach rechts? Da kippt er. Warum falle ich nach rechts? Was ist denn jetzt? Hä? Nach rechts? Habe ich hier noch Äste dran vom Flügel oder so? Nee, warum falle ich nach rechts? So. Das hier muss irgendwie justiert werden, aber womit? Wegen den Dingern muss ich die wegmachen? Hm. Na komm, abreißen, weg damit! Fort! Will ich nicht mehr sehen, doch den Scheiß! Ja. Also ich glaube, das Projekt Hubschrauber... Müsste auf Eis gelegt werden, ne? Also ich glaube, oder zumindest, also an dem werden wir weiterbauen, aber ich glaube... Also wir kommen damit hoch auf jeden Fall, das geht, duf, aber duf. Das Lenken... Och. In der Rotation vor allen Dingen auch noch. Aber sag mir mal, warum das meiner jetzt immer nach rechts kippt. Weiß nicht, auf jeden Fall. Der ist nie nach rechts gekippt. Wir haben auch extrem Leck. Du kommst jetzt wirklich. Bei mir Leck? Jetzt, ja, extrem. Du kommst bei mir jetzt nur noch in Stufen an. So. Im TS meinst du, oder wo? Nein, hier im Spiel. Du ach so. Fällst mit 5 Meter, hältst an, fällst 5 Meter, hältst an. Okay. Natürlich unpraktisch. Jo. Wie weit sind wir denn? Ich glaube, wir würden so bei ein paar 20 Minuten, dann würde ich sagen, müssen wir hier mal neu starten, wenn wir dann ein Leck haben. Das ist aber schade. Warum fällt jetzt mein... Jetzt geht's wieder, komischerweise. Ja? Ich habe in der Tat aber auch sehr wenige FPS. Aber ich habe jetzt noch einiges hier abgerissen. Vielleicht hilft das auch. Die haben diese Flügel noch am Boden gelegen. Komm, steig mal mit ein. Okay. Dann sag mir mal, warum der nach rechts abfällt. Yep. So, und... Ah, ne. Moment. So. Guck mal, siehst du? Ich hatte das ja vorher nicht. Der fällt so nach... Wo der jetzt hauptsächlich nach vorne weggeplumpst ist, ne? Ich konnte das... Was wieder geleckt? Nee. Aber... Es war der kurze Flug gegen den Mast, da konnte ich diese Rechtsneigung nicht so schnell erfassen. So. Weiter weg vom Mast, so. Oh ja. Da, ja, so. Und da ist jetzt die Frage, why? Aber ich schätze mal fast, das kommt durch die Rotoren, da ich die jetzt stärker gestellt habe. Nee. Da ich die jetzt stärker gestellt habe, die Düsen. Oder? Echt, ist was schief? Also ich wüsste nicht, dass irgendwas schief ist. Das Ding ist sowas von symmetrisch eigentlich. Ja, okay, hier so kann man es natürlich schlecht beurteilen. Schräg in der Luft hängen. Ja. Aber ich glaube, das kommt wirklich dadurch, dass ich die Rotoren entsprechend stärker gestellt habe.
Und das. Die Rotoren? Ja, nicht die Rotoren. Ich habe die, die Düsen halt. Ne? Die Düsenstärke, ja. Die habe ich auf Max geschraubt und ich glaube, das ist dumm. Es ist zwar cool, dass man die justieren kann, aber auf Max sollte man sie echt nicht bringen. Hm. Und das mit dem schwenkbaren Arm kannst du. Das gibt mach die mal, Vortrieb, ich mach die mal sogar schwach. Aber keine Seitenstabilisation. Damit könnte man höchstens Vortrieb erreichen. Damit, ja, wenn du rechts-links schwenkbar machst? Rechts-links schwenkt, dann kannst du vor- und zurückschwenken höchstens. Nee, das geht gar nicht. Rechts-links geht, dann müsstest du so eine Gabel bauen, die so umgreift. Ja, aber jetzt im direkten Rotationszustand, wenn ich da nach vorne bewege, ne, der rotiert ja weiterhin. You know? Ja, natürlich so rotiert er weiterhin, aber dann hast du den, dann wirbelt der nach rechts. Weiß nicht, ob dann ist es kein richtiges Lenken in dem Sinn, dass dann das Heck rumschwenkt, aber das ist halt so ein, wie bei deinem Krebs da. Weißt du, wie bei deinem, wie am Boden. Ich glaube, du hast da einen Lenkfehler drin. Ja? Ja. Ja, wenn du den Arm hier, wenn du, sagen wir mal, den Arm, der wäre bewegbar, den könntest du nach vorne schwenken, ja? Nicht nach vorne, nach rechts oder links. Spielt keine Rolle, nach rechts oder links. Ja, wenn der sich nämlich um 90 Grad dreht, schwenkt er sich nämlich nach vorne. Um Gottes Willen, nicht um 90. Nicht um 90, halt so ein paar. Ja, nein, aber hör einfach mal zu. wenn du, ich meine nicht, wenn du die Neigung um 90 Grad drehst, sondern die Achse, auf dem dein Rotor steht, um 90 Grad drehst, dann zeigt er nicht mehr nach vorne, sondern er zeigt er nach links. Um weitere 90 Grad, dann zeigt er nach hinten, um weitere 90 Grad nach rechts, ne? Und weiter 90 Grad wieder nach vorne. Du brauchst ein riesiges Ei. Ich glaube, wir reden über unterschiedliche Sachen. Okay. Ne? Glaube ich. Also bei mir ist es so, dass ein Gelenk in der Mitte sitzt oder weiter oben und nach rechts und links kippt. Nach rechts und links? Wie willst du das denn einmal rotieren? Ja, sag ich, als Gabel. Als Gabel. Nee, bei dir rotiert doch nicht der ganze Stab, oder? Bei dir rotiert doch auch nur oben das Ding. Das stimmt. Da hast du recht. Ja. Bei mir war gerade der Stab in Rotation versetzt. Und dann wäre klar, dann würdest du so einen Quirl bauen. Okay, also das stimmt natürlich. Du hast vollkommen recht. Ich habe vollkommen Unrecht. Wie immer. Alle sind zufrieden, nur ich nicht. No. Mist. Weitermachen. Gar nichts anmerken lassen. Habe ich die Düsen mal ganz schwach gestellt, aber er kippt immer noch nach rechts. Ich meine, wenn das ja ein Gesetz ist sozusagen, dann mache ich halt links ein kleines Gewicht gegen. Halt, stell dich auf. Dann mache ich halt ein kleines Gewicht dagegen und dann ist auch gut. Moment. Oh, wird links, das ist ja nicht viel. Da geht es ja nur um... ein bisschen was. Ich schaff das sogar da hoch. Geht einfach hoch, Mensch. Naja, ein bisschen was mehr vielleicht auch. Oh. Max? Oder auch ein bisschen was weniger. Nein. Mann, ist das kompliziert. Ja. So, jetzt. Dann sind wir noch zu viel nach rechts, egal. Und jetzt, wenn ich jetzt die 1 dazugebe, was passiert dann? Stütze ich ab. Ja. Jetzt geht's Salto nach hinten. Bist du schon auf dem Dach? Ist doch scheiße. Ja. Jetzt sind die... Den habe ich so gemacht und den mache ich so. Also, ja. Zack. 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 Gut. Ja, dann würde ich sagen. Nein, gibt's doch nicht. Nicht noch, also, schnell! Schnell, ja. Pass auf. Ich verkabel. Nein. Ich muss noch verkabeln. Verkabeln. Ich nicht, bitte nicht. Wirklich, den kann ich nicht verkabeln, wenn du dort dauernd hochhältst. Achso, okay. Ich fand's so gerade lustig, wie er aus den Federn da kommt.
So. Das ist noch eins zu viel hier. Verkabelung abgeschlossen. Ausprobieren, lenken. Wieso denn nur der eine? What? Hm? Ich habe auf dem verkehrten angebaut. Ach, du gabelst da oben. Warum gabelst du da oben? Das wollte ich doch gar nicht. Ach so, das wolltest du. Ja, du hast auch versetzt. Das ist ja auch noch schwierig. Ich hätte eine Gabel obwohl, das ist ja eigentlich wurscht. Obwohl, ja. Wir starten jetzt mal. Egal, gucken, was passiert. Wenigstens so zum Abschluss. Okay. Achtung, Maschinenstart. Stopp. Warum geht die Maschine nicht weit? Halt, es geht sofort los. Das kann ja gar nicht. Oh, doch, das kann. Warte. Ich glaube. Mensch, hör doch auf. Nee, das kann gar nicht funktionieren. Ich habe total Mist gebaut jetzt. Mann. Raus aus meinem Fahrzeug. Da setze ich von mir nochmal rein, aber wenigstens noch einen Flug zum Schluss. Nein. Warum? Warum? Warum habe ich denn. Weil es so schnell gehen musste. So, du darfst sogar fliegen. Echt? Feuer! Wie, ja. Wie? Du kannst hier nichts lenken. Ja, doch, kann ich. Aber ja, kommt noch nichts. Noch nicht. Du musst gleich die 1 drücken. Jetzt. Weiter. Nee, und dann gleich die 1 drücken. Jetzt die 1. Du! Oh, Wait. Du hast die 1 nicht gedrückt. Doch, ich hatte die 1 gedrückt. Ich habe die 1 dann wieder ausgeschaltet. Dann wieder durchstarten? Warte. Ja, also wir quetschen uns hier. Komm, Geschub. Versuch mit der Achse. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, schade. Ich also bin schon wieder gefangen in dein Gerät. Unsere, ja, ich baue es weg. Moment. So. Unsere Hubschrapsel, die sind toll. Ja. Also hochgehen sie. Lenken wissen wir noch nicht. Lenken ist ein bisschen schwierig. Werden wir irgendwann dann auch nochmal erweitern. Ich denke mal, jetzt in der nächsten Folge werden wir erstmal was anderes wieder bauen. Ja. Schade. Ja. Ich kann schöne Saltos. Salti. Natürlich, das ist ja auch im Hubschrauber besonders einfach. Habe ich mir sagen lassen. Sehr gut. Punktlandung. Wie gewollt. Da geht er nochmal ab. Bom. Ach Leute, ist das schwierig. Also Fluggeräte ist glaube ich so das Nonplusultra. Wir werden mal am Boden bleiben jetzt wieder, oder? Glaube ich auch. Wir werden mal am Boden bleiben. Ich glaube für Fluggeräte fehlt auch noch so ein bisschen die Luftphysik oder dergleichen. Natürlich, das ist zu ehrgeiziges Projekt. Etwas noch zu hoch gegriffen. Ach ja, aber lustig. Ja, auf jeden Fall. Find's gut, diese Hubschrauber. Oh, gut, nächstes Mal bauen wir so eine Rakete. Nee, wir haben nichts mehr in der Luft, jetzt immer am Boot. Okay, genau, okay. Ein Wohnmobil oder ein, weiß nicht. Mal schauen, was eure Vorschläge waren. Wir werden es wahrscheinlich hier in dieser Folge schon zur Abstimmung bringen und dann seht ihr diese Einblendung. Genau. Naja, und dann werden wir uns... Ein Transformer. Ich sehe es schon kommen, da kommt dann sowas wie, ja genau, Transformer oder... Transformer ist doch einfach. AT-AT oder so. AT-AT, ja, das ist auch einfach. Das ganz einfach. Oh. Geh nochmal kotzen. Nochmal. Ist hier, welcher ist es, der verkabelte? Ja. Warum nicht drauf? Wieso? Zack. So, jetzt. What? Selbst in der Distanz bist du verknotet. Jetzt kommt er, da fliegt er noch. Ich häng noch da vorne. So. Ah, ja. Ja. Wow. Also das ist so. Das ist so vertreten. So, komm mal reinziehen. Ja. Wow. Okay, in diesem Sinne, macht's gut. Aber die Ehre. Tschüss. Ciao. Du bist doch mal vorbeigeflogen.